In diesem Video zeige ich dir, wo du die Fackeln herbekommst für 200. Also die kannst du hier günstig kaufen, ist ein wichtiger Händler, weil schon am Anfang des Spiels du in gewissen Gegenden nicht mehr weiterkommst. Das Spiel ist nämlich wirklich dunkel und du wirst die Fackeln sehr, sehr bald brauchen. So schaut dieser Händler aus. Der heißt hier Kale. Du kannst hier noch Informationen, verschiedene Sachen machen, aber in dem Video jetzt erstmal die Location, dir zu zeigen, wie du ihn findest. Das Schöne ist, dass du bei ihm hier auch noch so einen Schmiedetisch gleich hast. Du kannst dann gleich anfangen, deine Waffen zu schmieden. Auf der Karte befinden wir uns genau hier. Kirche von L.A. oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall, hier beginnst du. Hier habe ich auch noch was Wichtiges markiert. Kannst du gerne hier erforschen. Ich zeige dir in allen anderen Videos dann natürlich, was da alles so an wichtigem Zeug rumliegt. Wir werden locker 500 Videos machen am Kanal, also wir werden komplett alles Platin-Geld, alles mögliche machen. Auf jeden Fall kannst du dich zum Beispiel hier orientieren, also der erste Schritt. Wichtig ist, dass du draußen bist. Ich habe gemerkt, wenn du in einer Höhle bist, dann kannst du dich nicht teleportieren. Also wir porten uns jetzt mal dahin und dann zeige ich dir den Weg, wie du da bequem schnell zu diesem Typ hier hinkommst. Dann kannst du dir deine Fackeln kaufen und so weiter. Also hier ist dieser Ort, ja, also das ist ja gleich am Anfang, wenn du hier rauskommst. Ich zeige nochmal auf der Karte, also der erste Schritt. Und wir laufen jetzt einfach hier mal runter. Also hier natürlich aufpassen, dass du nicht runterfällst. Und laufen hier, ja, so hier an dem kannst du dich orientieren, hier entlang. Also dass du Richtung dieses Gebäudes oder was auch immer das ist, hinrennst. Und wenn du dann ungefähr hier bist, dann siehst du da schon, also da sind schon andere Gebäude. Also hier an dem Gebäude kannst du dich orientieren. So. Also da siehst du das. So. Und da sehen wir eigentlich schon auch unseren Schmuckosaurik. Ja, der sitzt hier. Also nochmal zur Orientierung. Du gehst einfach hier geradeaus. Da siehst du auch so komische Typen. Ja. Und ja, und dann hast du den. Und wenn du hilfreiche Tipps magst, wenn du Anfänger bist oder allgemein, ja, dich komplett im Spiel auskennen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Und schau dir auf jeden Fall auch den Test an zu allen Klassen, weil das ist wichtig, welche Klasse du am Anfang nimmst. Weil sonst steckst du dann später halt, was weiß ich, 300 Spielstunden rein und ärgerst dich, dass du nicht den richtigen Charakter genommen hast.